Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Besuchertribünen. Das Besondere an der Großen Koalition ist, dass wir auch ein weiteres Mal beobachten können, wie Handeln, tatsächliches Handeln und Selbstwahrnehmung in den Reden im Parlament auseinanderfallen. Wir müssen auch nach der Debatte, Frau Schwesig, Frau Bundesministerin Schwesig, inzwischen den Eindruck haben, dass Kinderarmut, wenn nicht heute, spätestens morgen oder tatsächlich Ende der Woche bereits der Geschichte angehört, dass es keine armen Kinder mehr in Familien geben wird und dass die Probleme im Wesentlichen gelöst seien, dank der Tatkraft von SPD, CDU und CSU. Ja, so einfach machen Sie sich das mit den Botschaften, die Sie aussenden. Und was entspricht der Realität? Was entspricht der Realität? Sie tun faktisch nichts für Kinder in Grundsicherungsfamilien, Sie tun aber sehr viel für Kinder von Spitzenverdienern. Und um das mal ganz plastisch zu machen, Spitzenverdiener, das sind wir auch. Ich habe auch zwei Kinder. Also ich profitiere überdurchschnittlich vom Entlastungsbetrag. Ich profitiere überdurchschnittlich von der steuerlichen Entlastung. Aber die besten beiden Freunde meines Kindes, der 4,5 Jahre alt ist und in die Kita geht, die beide alleinerziehende Eltern haben und die von Grundsicherung leben, die profitieren überhaupt nicht. Und da stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Sie jammern und teilen auch die Sorge über Kinderarmut. Wir hatten die Aktuelle Stunde auf unseren Antrag erst vor einigen Wochen. Aber was tun Sie praktisch für arme Kinder? Zum Entlastungsbetrag für Alleinerziehende ist einiges gesagt worden. Und wir wissen auch, dass es gerade im Bereich der Alleinerziehenden einen erheblichen Teil gibt, die eben nicht profitieren werden, schlichtweg, weil sie gar keine Steuern zahlen, weil ihr Einkommen viel zu gering ist. Und auch den Kinderzuschlag, den Sie jetzt erstmalig erhöhen wollen, nächstes Jahr, nach ebenfalls dann elf Jahren, auch diese Erhöhung fällt viel zu gering aus. Und wenn wir uns den Kinderzuschlag anschauen, dann müssen wir feststellen, dass selbst die Zahl der Bezieherinnen, so wie ja gerade angelegt, dass selbst die Zahl der Bezieherinnen in den letzten Jahren rückläufig waren, dass wir immer weniger Menschen damit erreichen, obwohl der Bedarf weiterhin groß bleibt. Die Kinderregelsätze für Erzieherempfängerinnen fassen Sie im Wesentlichen nicht an, das habe ich gesagt. Und wozu führt das? Auch das ist bereits angesprochen worden. Kollege Pitterle, Kollegin Paus haben das deutlich gemacht. Es führt dazu, dass die Kinder dreier Klassen schaffen. Sie schaffen nämlich die Kinder, wo überhaupt nichts ankommt von den familienpolitischen Leistungen. Sie schaffen jene Kinder, wo in den nächsten zwei Jahren 6 Euro sozusagen ins Familieneinkommen dazu fließen. Und sie schaffen Kinder in Familien, die hohe Einkommen haben, bis zu höchsten Einkommen, die von der steuerlichen Entlastung deutlich profitieren. Das finden wir als Linke falsch und schlagen einen anderen Weg vor. Und auf die Debatte im Familienausschuss einzugehen, gestern, die Sozialdemokraten haben ausgeführt, der Berichterstatter der Sozialdemokraten, dass es ja auch ein falscher Ansatz sei, bei uns Linken zu sagen, die familienpolitischen Leistungen könnten Instrumente sein, um Kinder- und Jugendarmut zu bekämpfen, weil viel entscheidender sei doch, die Mittel einzusetzen für den Ausbau von Kindertagesstätten und für gute Qualität an Schulen. Das ist richtig. Wir stehen auch dafür, dass es einen qualitativen und quantitativen guten Ausbau von Kindertagesplätzen gibt und dass es gute Bildung in Schulen gibt. Aber da sind wir nicht dafür, weil das in irgendeiner Form eine Art karitativer Anspruch ist oder weil es um Sozialpolitik geht, sondern hier geht es um das Recht auf Bildung. Und das ist in Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben worden. Das ist keine sozialpolitische Almose, dass wir gute Bildung für alle Kinder wollen und auch für die Kleinsten, auch von Anfang an, sondern das hat was mit Rechtsansprüchen zu tun auf Bildung. Und deswegen sind eben die familienpolitischen Leistungen eine Möglichkeit, um Kinderarmut zu bekämpfen. Wir schlagen als Linke vor, das Kindergeld unmittelbar auf 200 Euro zu erhöhen für das erste und zweite Kind. Wir fordern den Kinderzuschlag zu entbürokratisieren. Wir haben das auch in den letzten Haushaltsberatungen wieder eingebracht, die Höchsteinkommensgrenze entfallen zu lassen und den Mehrbedarf bei Alleinerziehenden sachgerecht abzudecken. All dies davon geschieht an dieser Stelle nicht. Und langfristig stehen wir für eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung, damit eben kein Kind mehr arm ist und damit diese Dreiklassengesellschaft zwischen den Kindern aus Kindern in Grundsicherungshaushalten und denen von Spitzenverdienern aufhört. 2,8 Millionen Kinder in der Bundesrepublik Deutschland sind arm. 2,8 Millionen Kinder sind arm. Auch nach dieser Gesetzgebung heute wird sich daran nichts ändern. Von daher, liebe Große Koalition, fangen Sie endlich an, daran etwas zu ändern und hören Sie auf, die Welt sich schön zu reden. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Philipp von und zu Lerchenfeld von der CDU-CSU-Fraktion das Wort.